komm in nach Köpenick. Ich selber kriege fürchterliche Zöpfe hin. Es gibt auch Flechtmaschinen, die sind ganz, das macht gar, also es bringt gar nichts. Wenn ich bei Konzerten bin, macht es entweder ein nettes Mädel, ich habe auch schon mal nette Typen kennengelernt, die mir da helfen, oder meine Freundin, oder Mandy, meine Friseurin von der Ecke. Ich bin Weltmensch, denke ich mal, aber Köpenick war immer für mich so dieser schöne Rückzugort, wo du im Rückzugort, wo du im Bademantel langflanieren kannst, die Zeit vergessen. Auf der Straße mit dem Bademantel? Hatte ich sogar schon mal gemacht für ein Video namens Tix, bin ich auch schon mal einkaufen gegangen im Bademantel. Es ist ja so, ich habe ja Ballett nie professionell gemacht. Yeah. Ich habe es aber für mich benutzt, einfach aus Spielspaß für meine Tanzschritte. Ich hatte auch mal Kung Fu gemacht und habe dann einfach, weiß ich nicht, bei Köpenick sieht man mich zum Beispiel diesen so adrett hüpfen. Ja, genau.